Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde und Freundinnen an dem Bildschirm da draußen. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, wir sind mal wieder hier bei einem etwas mehr Real-Life angehauchten Video. Und zwar habt ihr dem Titel das natürlich schon richtig entnommen. Und zwar bauen wir, also ich, aber ihr seid ja irgendwo mit dabei, einen 1000-Euro-PC. Ja, wie ich dazu kam im Endeffekt, ja, durch einen Kumpel im Endeffekt, der sich einen 1000-Euro-PC zusammenbasteln lassen wollte, beziehungsweise wollte er einen Gaming-PC haben für roundabout 1000 Euro oder an die 1000 Euro im Endeffekt. Den habe ich ihm zusammengestellt und den baue ich ihm natürlich auch zusammen, damit er sich da im Endeffekt natürlich die Kosten von, was weiß ich, 100 Euro oder was auch immer für den Zusammenbau spart und habe natürlich dort im Endeffekt die preiswertesten und trotzdem irgendwo besten Zusammenstellungen, die wir da im Endeffekt hinkriegen können. Er hat selber zusammengestellt und deswegen baue ich ihm das Ding natürlich auch zusammen und will euch auf jeden Fall wieder teilhaben lassen, gerade auch natürlich für die von euch, die im Endeffekt auch planen. Pass auf, ich möchte jetzt auch mal wieder einen 1000-Euro-PC haben oder bin dabei aufzurüsten oder mir einen neuen zusammenzustellen. Da wäre das auf jeden Fall eine grobe Hilfslinie, die euch im Endeffekt auch von den Teilen her sagen kann, was ihr da am besten benutzen könnt. Wie gesagt, alles nur Empfehlungen. Es gibt vielleicht sogar bessere Sachen, bessere Zusammenstellungen. Das ist halt meine Empfehlung, wie ich das selbst als gut erachte oder als empfehlenswert. Wenn ihr da natürlich bessere Zusammenstellungen wisst, könnt ihr die natürlich nutzen. Das geht meistens natürlich so an die, die wirklich überhaupt gar keinen Plan haben, wie und was und wann genau und wo und wer und hast du nicht gesehen, ne? Also, wie gesagt, ihr könnt natürlich konstruktive Kritik dazu in den Kommentaren lassen. Ich kann euch dann auch gerne beantworten, wieso, weshalb, warum, falls da Fragen auftauchen sollten. Ja, und ansonsten würde ich euch jetzt erstmal die Teile einzeln vorstellen, die jetzt kürzlich eingetroffen sind. Also wandern wir einmal zu dem Tisch da hinten, den ihr schon hinter mir stehen seht. Ja, meine Freunde, hier haben wir jetzt im Endeffekt die ganzen einzelnen Bauteile, die wir brauchen, um den PC im Endeffekt natürlich auch fertig oder zusammenzustellen. Wir fangen einmal hier an mit dem Gehäuse. Da haben wir einmal das CrewStar Advance von Aerocool. Ich habe mir da jetzt nicht direkt speziell was beigedacht, dass es ausgerechnet dieses Gehäuse sein muss. Einmal natürlich wegen der Optik, weil ich das Gehäuse selbst halt auch sehr, sehr hübsch finde. Auch wieder wegen dem schönen versteckbaren Laufwerkslot, das wir hier über die ganz normale Klappe aufmachen und zumachen können. Da bin ich Fan von, das halt schön schlicht zu halten, dass im Endeffekt eine glatte Oberfläche vorne, das macht einfach stylisch für mich was her. Wir haben hier im Endeffekt oben USB-Steckplätze, USB 3.0 etc. und allgemein natürlich auch ein super Airflow-System hier oben dran. Wie gesagt, das natürlich einmal wegen der Optik hauptsächlich. Natürlich gibt es noch hübschere, aber wir müssen das ja auch alles ein bisschen preislich berechnen. Und da wir bei diesem Gehäuse zwischen 30 und 40 Euro liegen, ist das auf jeden Fall passig für die Optik und vom Platzbedarf her reicht das voll aus und musste nicht unbedingt teurer sein, weil wir doch natürlich für einen Gaming-PC wesentlich mehr innere Hardware brauchen, die von höherer Wertigkeit ist, als jetzt direkt beim Gehäuse. Kommen wir jetzt einmal zum grafischen Herzstück des PCs und zwar wird das die Palette GeForce GTX 1060 mit 3 GB GDDR5 Grafikspeicher. Dafür habe ich mich im Endeffekt entschieden. Die hat halt auch super in den Tests abgeschnitten und ist gerade bei dem Preis von ca. 230 Euro echt angemessen. Genau habe ich die Preise jetzt natürlich zu allen nicht im Kopf. Bei einigen fällt es mir halt nach und nach wieder ein, meine Freunde. Ich werde euch natürlich die ganzen Einzelteile, die ich hier habe, in der Beschreibung unten verlinken. Da könnt ihr alles nochmal selber nachgucken, wie teuer was genau war, falls ihr das im Endeffekt auch nachbauen möchtet oder nachbestellen möchtet, wie auch immer. Ja, natürlich haben wir dann einmal als Mainboard von ASRock das Fatality Gaming Gear Z170 Gaming K4 habe ich genommen im Endeffekt, weil es halt unseren Ansprüchen komplett gerecht wird. Und es hat im Endeffekt einen Sockel, den 1151er Sockel, gerade weil wir im Endeffekt natürlich auch einen Prozessor verwenden, der diesen Sockel verwendet und zu welchem kommen wir im Endeffekt gleich. Weil hier haben wir halt auch mit diesem relativ günstigen Mainboard haben wir im Endeffekt auch die Möglichkeit, den Arbeitsspeicher komplett auszureizen, da bis zu 3200 MHz vom Arbeitsspeicher unterstützt wird auf diesem Motherboard.
kommen wir damit natürlich zum Herzstück. Und zwar habe ich mich hier wieder für Intel entschieden, für den i7-6700. Einfach, weil ich mit dem selber ja auch gut fahre, beziehungsweise mit dem anderen Modell, das ich in meinem PC habe. Und einfach immer noch Top-Renner und zu dem Preis, den man im Endeffekt jetzt dafür bezahlt, immer noch super zu gebrauchen. Und ja, was hat er? 3,4 GHz im Endeffekt mit 8 MB Cache und das reicht zum Game einmal frei aus. Und deswegen habe ich den einfach mit auf die Liste gesetzt. Wie gesagt, Sockel 1151, aber das wissen die meisten unter euch ja eh schon. Ja, um das Ding natürlich auch kalt zu halten, habe ich natürlich auch einen ordentlichen Prozessor-Cooler. Auch wenn hier natürlich das die Boxed Edition ist und dort ein Kühler drin ist. Da könnt ihr im Endeffekt noch sparen. Ihr könnt euch im Endeffekt ja anstatt dieser Boxed Edition einfach nur den CPU bestellen. Dann kommt ihr nochmal 10 Euro günstiger. War zurzeit bei meinem Ding nicht lieferbar. Deswegen bin ich einfach zur Boxed, bevor ich da noch einfach länger warte. Ja, um das Ding natürlich kalt zu halten jetzt. Ne, wo war ich schon? Habe ich einmal den Shadowrock LP von Be Quiet, der im Endeffekt jetzt so hier relativ klein wirkt. Aber, meine Freunde, glaubt es mir, wenn wir das im zweiten Part sehen, wo ich alles zusammenbaue, werdet ihr schon sehen, dass das so ein kleines Kältemonster ist und auch völlig ausreichend für den i7-6700. Ja, dann einmal natürlich auch noch, was nicht fehlen darf, natürlich der Arbeitsspeicher. Dort habe ich einmal den Corsair Venegas LPX und zwar 2x8 GB, also insgesamt 16 GB Arbeitsspeicher. DDR4 versteht sich mit 2666 MHz. Also ziemlich schnell unterwegs das Gerät, natürlich alles so, dass wir wie gesagt nicht über die 1000 Euro Grenze kommen. Ja, um natürlich für ausreichend Strom zu sorgen, meine Freunde, haben wir hier einmal den Be Quiet Pure Power 9 und zwar mit 600 Watt Leistung. Ja, besitzt natürlich das Zertifikat 80 Plus, ne, Silver, was auf jeden Fall natürlich auch schon super ist. Und gerade für die PC-Zusammenstellung, die wir haben, kann man sich das ja bei Be Quiet auch alles selbstständig ausrechnen, bei dem Netzteilrechner, was man denn braucht. Also mit den ganzen Sachen hier braucht im Endeffekt das Netzteil unter Volllast nur 54% seiner Maximalleistung, die es eigentlich leisten kann und läuft damit dann standardmäßig bei 54%, wenn, wie gesagt, alles unter Volllast läuft und das reicht also aus. Das heißt, wir haben auch für spätere Zeiträume, falls wirklich nochmal was nachgebaut wird, etc. pp., haben wir immer noch genug Leistung in petto, dass wir nicht gleich das Netzteil wechseln müssen, sondern einfach bedacht noch etwas ergänzen können und uns so keine Pläne machen müssen, nicht wahr, liebe Freunde? Ja, jetzt seht ihr natürlich noch ein paar Einzelteile hier, es gehört natürlich immer noch was anderes mit dran. Ich fange jetzt einmal ganz kurz, einmal hier an. Wir haben jetzt hier einfach im Endeffekt einen DVD-Brenner drin von LG für, was ich, 15 Euro. Muss einfach mit drin sein, dass ein optisches Laufwerk noch mit dabei ist. Also nichts großartig Besonderes, einfach nur mit rein, weil man es halt eben auch noch braucht. Dann habe ich einmal hier von Toshiba eine 2TB Festplatte, die natürlich mehr für die Daten gedacht ist, für, was weiß ich, MP3s oder Filme oder was auch immer, Videos oder halt einfach Datenmüll, den ihr hier noch mit drauf knallen wollt. So, dann haben wir im Endeffekt hier noch ein paar Sachen, die wir noch hatten. Also ich muss dazu sagen, jeder hat natürlich in seiner Zeit schon mal PCs gehabt oder auch relativ aktuelle und nachgerüstet, zum Beispiel SSDs. Ne? SSDs hat man nachgerüstet und dann einfach geholt und die gibt es natürlich noch, die sind noch da. Deswegen konnten wir uns hier beim Rechner die SSDs zu kaufen sparen und haben im Endeffekt aber trotzdem eins vor. Und zwar haben wir hier einmal eine 256 GB SSD von Samsung und im Endeffekt noch eine 60 GB SSD von Corsair. Diese beiden Platten werde ich auch noch mit verbauen, das heißt, wir haben im Endeffekt drei Festplatten, um da ein bisschen durchzusteigen, was ich damit vorhabe. Die 60 GB Corsair kann jeder nachvollziehen, die wird hauptsächlich und nur fürs Betriebssystem verwendet, dass dort wirklich auch immer wirklich der Freiraum ist und die SSD super arbeiten kann. So, die 256 GB SSD, die sind im Endeffekt dann für Programme und Spiele, die natürlich sehr schnell laufen sollen. Das heißt, The Division zum Beispiel würde ich gerade auf diese Platte draufpacken oder Battlefield etc. pp.
Wie gesagt, und die 2 Terabyte Datenplatte würde ich sie jetzt einfach mal nennen, hauen wir halt noch mit dazu für den ganzen Rest. Das heißt, falls ihr alten Krimskrams, Schrott an Spielen habt, die ihr aber immer noch suchtet, dann könnt ihr im Endeffekt natürlich die auch auf diese Platte hauen, um nicht im Endeffekt die SSD damit zu belasten. Und wie gesagt, Datenmüll oder halt einfach Bilder, was auch immer alles so anfällt, um natürlich auch noch ein bisschen Platz zu haben für den ganzen Rest. Ja, meine Freunde, das ist jetzt so das Setup, wie ich es zusammengestellt habe für 1000 Euro. Ich bin jetzt im Endeffekt summa summarum, glaube ich, auf 992 Euro mit Versand gekommen. Und das, finde ich, geht eigentlich. Natürlich geht es wahrscheinlich noch irgendwo günstiger, wenn man sich alles einzeln bestellt, liebe Freunde. Ich habe im Endeffekt jetzt alles einmal bei Alternate bestellt. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Ich bin einfach bloß von Alternate gewöhnt, dass die Lieferung schnell und zusammenhängend kommt. Und ich nicht lange warten muss auf den ganzen Kram. Vor allen Dingen habe ich dort auch wirklich alles bekommen, was ich haben wollte. Und es war auch sofort verfügbar. Ja, wie gesagt, summa summarum 992 Euro ohne die SSDs im Endeffekt. Trotzdem gutes Ding. Da müsste man vielleicht ein paar Abstriche machen, wenn man halt selbst noch eine SSD braucht dazu. Aber wo ihr da im Endeffekt sparen wollt, das könnt ihr im Endeffekt ja selbst sagen. Vielleicht habt ihr halt noch eine Terabyte Festplatte oder 3 Terabyte Festplatte oder sonst irgendwas eh zu Hause rumliegen, die ihr nicht braucht. Von daher könnt ihr die ja auch mitverwenden. Ja, und SSDs kosten auch nicht mehr die Welt, also da vielleicht noch ein paar Abstriche zu machen. Das ist im Endeffekt möglich. Was ihr davon natürlich jetzt raushauen würdet, das ist jetzt wieder die Frage. Ich glaube, ich würde mir vergleichsweise einen anderen Arbeitsspeicher zulegen, wo ich noch ein bisschen was sparen kann. Anstatt halt von Corsair den zu nehmen, würde ich mir vielleicht einen Crucial nehmen. Und ja, das wäre im Endeffekt so mein Vorschlag. Aber da habe ich mir jetzt nicht so die Gedanken gemacht, weil es im Endeffekt ja bei uns nicht drin war. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen dazu habt und euch das Setup selber zusammenstellen möchtet, sagt einfach Bescheid. Ich helfe natürlich gerne, soweit ich das kann. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann für das Ganze. Auch bloß über Erfahrung und über die Sachen, wenn man sich halt Ewigkeiten Zeitschriften durchliest, selbst ausprobiert. Ihr kennt das selber, habt ihr natürlich auch irgendwann ein wenig Ahnung von dem Ganzen. Gerade dadurch, dass man sich natürlich beliest, bildet man sich ja auch weiter und kann sowas. Ne? Ich meine, mein alter Rechner läuft ja auch immer noch und die davor liefen auch einmal frei. Von daher bin ich immer zufrieden gewesen. Und dann klappt das schon. Ja, meine Freunde, das war jetzt erstmal so die Zusammenstellung hier an den Teilen, die wir verbauen werden. Alles das wird jetzt natürlich noch nicht passieren. Das seht ihr alles im zweiten Part, wo ich alles wirklich einmal komplett zusammenbaue. Also das komplette System wird einmal zusammengestellt. Ihr werdet dabei sein können. Mal gucken, wie ich das alles mit der Kamera hinkriege. Ich habe immer noch keine bessere. Ich nehme immer noch die Webcam zum Aufnehmen. Die Logitech, was ich 10 und 120. Ja, ich werde das schon irgendwie gedeichselt kriegen. Ich habe mir extra meinen Küchentisch hier hingeholt, damit ich das alles auch ein bisschen besser präsentieren kann, nicht wahr? Und genau hier auf diesem Tisch werde ich im Endeffekt auch alles so zusammenstellen. Und wie gesagt, im nächsten Part seht ihr dann auch, wie alles zusammengestellt wird, wie alles zusammengebaut wird und wie ich das alles so zusammenbastel, nicht wahr? Ja, meine Freunde, an dieser Stelle wäre ich mit diesem Part erstmal durch. Ich wollte euch das mehr oder weniger ankündigen, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann einfach mal sagen, dass ich raus bin. Ich freue mich schon total auf den Zusammenbau und hoffe auch, dass ihr genauso Bock drauf habt, das mitzuerleben, wie wir diesen 1000-Euro-PC ins Leben rufen. Und ansonsten, meine Freunde, würde ich erstmal sagen, wünsche ich euch wie immer was und freue mich auf euch im nächsten Part. Euer Gunshot.